Guten Morgen, meine Lieben, bei Freyas Orakel und Wegweiser. Schön, dass ihr hier alle wieder mit dabei seid bei dem Tagesorakel. Heute hier am 3.1.2023. Ja, wir wollen jetzt gleich mal hier in die Tagesenergie reingucken, was uns denn heute hoffentlich hier Schönes erwartet, heute hier am Dienstag. Und vorher möchte ich mich aber noch bei allen neuen Abonnenten bedanken, die hier auf meinem Kanal dazugekommen sind. Ich begrüße euch ganz herzlich, fühlt euch hier willkommen bei mir. Dann bedanke ich mich natürlich auch für eure Likes und natürlich für eure lieben Kommentare, die mich immer wieder auch hier erreichen oder auch auf meiner Telefonnummer. Ja, ich hatte gestern Abend noch ein ganz, ganz tolles Telefongespräch und zwar mit der Manuela, mit einer lieben Abonnentin hier auf YouTube, die auch meinen Kanal abonniert hat. Und wir haben uns erstmal super, super verstanden, haben uns miteinander verbunden. Und ich habe ja hier einen Reisegruppenname gesucht für das Kollektiv, ja, für die Leute, die hier bei mir sind auf dem Kanal. Und zwar haben wir uns gestern so geeinigt, also Manuela kam da wirklich auf einen super, super Name und der passt auch super zu meinem Weg. Und zwar ist es hier, also wir sind ab heute die Reisegruppe der Kämpfer, ja. Das heißt nicht, dass wir hier kämpfen, sondern dass wir hier immer wieder aufstehen und weiter ins Leben reinziehen, dass wir immer weitermachen, also ohne jetzt zu kämpfen, sondern dass wir eher so die Kämpfernaturen sind. Ja, genau, wir stehen auf, egal wie oft wir schon gefallen sind, stehen wir immer wieder auf, wir gehen weiter, wir kämpfen für uns, wir stehen für uns und da kommen mir immer so die klassischen Karten rein von der Königin der Schwerter und die Königin der Stäbe, ja. Wir kämpfen mit Leidenschaft, wir kämpfen mit Klarheit, wir stehen für Klarheit und wir stehen für unsere Leidenschaft, ja. Und so stehen wir immer wieder auf, also wir sind dann so die, ja, so die geborenen Kämpfer, die immer wieder aufstehen und einfach weitermachen, ja. Die das Gute im Leben sehen, die das Beste im Leben sehen, die endlich glücklich sein möchten, ja, die nicht auf der Stelle stehen bleiben. Und dafür steht mein Kanal, ja, weil ich bin selber so eine Kämpfernatur, immer wieder gefallen, immer wieder aufgestanden, immer wieder weitergemacht, immer wieder zwar gefallen, aber dann wieder aufgestanden, Krone gerichtet, kann man so schon sagen, als Königin. Und ja, und dann endlich mal den Mut dazu zusammengefasst und um glücklich zu sein, ja, um auch das Leben wieder zu leben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das sage ich immer wieder auch meinen Kunden, ja, die bei mir sind, entweder beim Kartenlegen oder auch bei meinem Coaching. Ja, es ist wichtig, dass du weitergehst, dass du nicht an einer Stelle stehen bleibst, dass du nicht jahrelang auf einen Menschen wartest, der vielleicht eh nicht kommt, ja, sondern dass du inzwischen weitermachst und dein Leben weiterlebst, egal was da gerade mit einem Menschen ist, ja, was da vielleicht gerade in der Liebe ist. Genau, und da kam ich gestern mit der lieben Manuela auf diesen Namen, die Reisegruppe der Kämpfer. Und ja, das wird hier in Zukunft so unsere Reisegruppe sein, der Kämpfer. Und ich habe mit der Manuela noch etwas vor. Und zwar werden wir entweder über Zoom oder über YouTube, ich muss mal gucken, wie das überhaupt geht, dass man live machen kann, wird die Manuela mich hier sehr, sehr gut ergänzen. Die Manuela, die ist Lebenscoach, besser gesagt so Lifecoach und für Selbstliebe und Selbstwert. Und ja, da haben wir auf jeden Fall noch hier was ganz, ganz Tolles vor. Ja, also lasst euch da überraschen, was da noch kommen wird. Für alle die, die hier wissen, wie man das macht, dass man bei YouTube live gehen kann mit zwei Personen, ja, die vielleicht nicht so zusammen sitzen, sondern die vielleicht ja, weiter weg sind, könnt ihr mir das gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie man das vielleicht machen könnte oder mir einen Link schicken. Also da wäre ich sehr, sehr dankbar. Dafür suche ich nämlich noch eine Lösung. So, jetzt starten wir aber erstmal hier in die Tagesenergie. Also, was erwartet uns heute hier am Dienstag in der Hauptenergie? Und das ist die Isa. Also, entweder wird einem heute Strich durch die Rechnung gemacht bei irgendwas, aber das kommt mir eher hier nicht rein. Mir kommt eher so rein, entweder herrscht da irgendwo ein Stillstand bei dir heute,
Ja, oder ist ein Stillstand reingekommen, oder du möchtest einfach mal deine Ruhe haben und für dich selbst sein. Vielleicht überlegst du hier gerade, was du nicht mehr in deinem Leben brauchst. Das wird dann von den drei Nonnen hier entfernt. Oder du überlegst auch, was du in dein Leben noch so ein bisschen integrieren könntest, damit es sich auch besser anfühlt. Ja, damit man auch ein bisschen mehr machen kann aus seinem Leben. Auch da helfen dir die drei Schicksalsnonnen. Ja, die nehmen, können etwas nehmen, aber die können auch wieder etwas geben. Und da könnte es heute so ein Hauptthema um die Beziehungen gehen. Ja, Beziehungen müssen nicht immer nur Partnerschaften sein, sage ich ja immer wieder dazu. Können auch berufliche Beziehungen sein oder auch Liebesbeziehungen oder Freundschaftsbeziehungen. So, das Hauptthema heute. Ach übrigens, das ist das Licht- und Schattentarot hier. Meine verwendeten Kartendecks findest du auch unten in der Infobox. Es geht also hier heute an diesem Tag um die Wunscherfüllung oder um die Klarheit in einer Sache zu haben. Aber mir kommt jetzt eher mit dieser Karte so rein, ja, du sitzt heute so da und überlegst, was könnte ich noch so Schönes in mein Leben integrieren, dass es sich für mich noch ein bisschen besser anfühlt, ja? Ja, genau. Und da ist der Magier. Der Magier hilft dir dabei, ja? Also der Magier hilft dir dabei, das so ein bisschen auch besser auch in dein Leben mit reinzubringen. Mal gucken, um was es noch geht. Es geht auch heute um den Hierophanten. Also entweder geht es um eine Lektion, die du hier gelernt hast, oder du hast irgendwie eine Erleuchtung heute in einer Situation. Das können natürlich in Beziehungen sein, ja? Also du, mir kommt eher heute wirklich rein, du nimmst dir einfach mal so einen Moment Zeit und überlegst so, was für Wünsche könnte ich mir noch erfüllen jetzt hier im neuen Jahr. Und dann, ja, da lässt du dich einfach führen. Ja, für den ein oder anderes drin kann das aber auch sein, dass du hier wachsen möchtest, noch mehr wachsen möchtest, weil das zeigt mir hier auch so eine Treppe, die nach oben geht an, wie so ein Baum. Ja, du möchtest vielleicht auch in den Gefühlen noch wachsen. Hier sieht man noch einen Fisch. Ja, was so die Gefühlswelt betrifft, da möchte irgendwo ein Wachstum reinkommen. Ja, und dann vertraust du deiner inneren Führung. Es geht auch darum mit den zweiter Kelche, dass du hier jemand die Hände reichst. Ja, es geht um Balance, es geht darum um Frieden, es geht darum, dass jeder etwas hier in den Kelch rein gibt. Wenn es um eine Beziehung geht, da geht das hier um Gleichgewicht. Das ist so die typische Gebo-Energie. Geben und nehmen, dass da hier im Gleichgewicht alles ist. Ja? Ah, mir kommt heute schon irgendwie die Liebe rein, weil hier schon wieder die ganzen Kelche sind. Ja, es könnte heute ein König der Kelche auf dich zukommen oder es könnte um einen König der Kelche gehen, der hier in seinem vollen Gefühl ist. Ja, der sich hier im Einklang hat, der vielleicht auch Meditation macht, den, also wo man das Licht schon aus ihm rausstrahlen sieht. Wenn das jetzt kein Mensch ist, der auf dich zukommt, dann könntest du das auch sein, ja, dass du heute auch so im Gefühl bist, dass du zum König der Kelche wirst, dass du heute einfach mal deine Gefühle so im Einklang hast und zwar mit einer Person, mit einer Beziehung, mit anderen Menschen. Ja, und zwar könnte es sein, dass du dich so eine ganz, ganz lange Zeit nur hast treiben lassen in einer Situation und dich auf die Reise gemacht hast zu etwas. Ja, du hast aber den Kopf hängen gelassen. Du sollst den Kopf aber nicht hängen lassen, sondern du sollst frohen Mutes hier in der Sache vorangehen. Ja, und das möchte hier in die Gerechtigkeit alles reinkommen. Also heute könnte wirklich was mit dem König der Kelche in eine Gerechtigkeit reinkommen. Es geht wirklich darum, heute das Geben und Nehmen, die Balance. Mich wundert es, dass die Rune Gebo heute noch nicht dabei ist. Na, wir gucken mal kurz hier. Nee, die ist nicht dabei. Hätte ich jetzt schon gedacht, weil mir kommt wirklich so ein Bild rein, dass heute irgendwie was hier in Einklang kommen muss mit jemandem. Ja, dass man hier endlich mal die Wunscherfüllung vielleicht auch mit einem Menschen haben möchte, dass alles im Einklang da hier ist, ja. Du hast das sehr, sehr lange Zeit hier den Kopf hängen lassen in einer vielleicht Liebessituation, weil hier so viele Kelche schon wieder sind, ja. Das kommt mir so rein. Wenn es jetzt keine Liebessituation ist, dann ist es irgendeine andere Sache, wo du, oder Situation, wo du den Kopf hängen lassen hast, wo du dich eher so treiben lassen hast, weil du nicht wusstest, wohin.
Ja, aber du kriegst heute irgendwie sowas wie eine Erleuchtung und dann, ja, und dann weißt du, wie diese Kelche hier gleichmäßig gefüllt werden können. Ja, vielleicht reichst du aber heute einem Menschen auch die Hand. Das kommt mir ja auch so rein. Es geht viel um Frieden und Harmonie, was man hier reinkommt mit einem Menschen. Ja, und hier in der Tiefe geht es nochmal darum, sich auf die Reise zu machen oder seinen Träumen zu folgen oder um irgendeinen Umzug, das könnte auch noch sein für einen oder anderen. Oder auch hier, dass du Sehnsucht vielleicht nach jemanden hast, ja. Du möchtest etwas in die Klärung bringen, in die Heilung mit einem Menschen. Na, gucken wir mal hier. Es geht um Kommunikation heute mit jemanden aus der Vergangenheit wahrscheinlich, ja, könnte natürlich auch hier jemand Älteres sein, so wie ein Vater, Großvater, Großmutter, irgend sowas. Aber mir kommt eher rein, mit jemanden aus der Vergangenheit kommt heute eine Kommunikation auf dich zu. Für alle anderen, die an Seelenpartner glauben, natürlich auch ein Seelenpartner könnte das sein, ja, jemand aus der Vergangenheit auf jeden Fall. Und da kommt hier eine ehrliche Kommunikation zustande. Ja, das ist auch hier etwas, es ist was Schicksalshaftes. Ja, man hat lange Zeit in dieser Situation so gewissen Lasten noch auferlegt bekommen. Ja, und diese Lasten hast du wahrscheinlich die ganze Zeit mit dir rumgetragen und das kann aber heute in die Klärung reinkommen über eine Kommunikation, wo man wirklich ehrlich miteinander kommuniziert. Ja, und die Würfel, die sind hier auch für diesen Entscheidungen auch gefallen, hier in dieser Situation. Ja, also mir kommt da wirklich so das Typische, das kann sich wirklich um die Liebe handeln in der Partnerschaft oder auch um eine vergangene Beziehung. Kommt mir ja auch noch rein. Oder einfach um einen guten Freund oder eine gute Freundin. Ja, das könnte auch sein, dass da heute wieder was in den Frieden, in die Balance reinkommt, weil man hier sich lange Zeit treiben lassen hat und Lasten auferlegt hat. Aber das möchte heute hier endlich in die Gerechtigkeit, in den Frieden und in die Wunscherfüllung reinkommen hier. Das muss nicht mal die vollkommene Liebe jetzt sein, sondern einfach, dass man sich entschuldigt, dass man nochmal miteinander spricht, dass man auch ehrlich miteinander hier ist. So, jetzt habe ich aber lange gequatscht. Jetzt gebe ich euch noch die Botschaften mit aus dem Rauhnachtsorakel. Das sind heute drei gefallen. Die erste Botschaft ist, halte einen Moment inne, damit die Antwort dich finden kann. Wenn man mich fragt, warum ich reise, antworte ich, ich weiß wohl, wovor ich fliehe, aber nicht, wonach ich suche. Okay, das ist die erste Botschaft. Die zweite Botschaft ist, finde die Stille in dir, dann findest du die Antwort. Beobachte heute Abend die Sterne und stell dir vor, welche Stille sie im Universum umgibt. Diese Stille lebt auch in dir, wenn du es zulässt. Über uns glänzt Stern bei Sterne, um uns braust die Ewigkeit. Okay, tolle Botschaft. Dritte Botschaft, was bedeutet dir diese Frage? Vielleicht hast du ja eine Frage gestellt, soll ich euch jetzt sagen? Wie fühlt sich ein Ja an und wie ein Nein als Antwort? Höre auf dein Bauchgefühl und entscheide dich für die Antwort, die sich am besten anfühlt. Ja, ganz, ganz tolle Botschaften hier. Und jetzt noch die letzte Botschaft aus den geheimnisvollen Rauhnächten. Und das ist die Kraft des Segens. Diese möchte heute zu uns kommen. Und man sagt, ich schenke dir Vertrauen und segne dich auf deinem gewählten Lebensweg. Ich segne diese kostbare Speise. Also es geht hier darum, etwas zu segnen. Eine der kostbarsten Schlüssel zum Gelingen deines Lebens ist die Kunst des Segnens. Beginne jeden Tag mit einem Segen und du spürst, wie sich vieles zum Guten verändert. Wenn du dich schlafen legst, segne auch die Nacht. Ein geheimnisvoller Zauber wird sich sodann über deinen Schlaf und deine Träume legen. Segne alle Menschen, die in deinem Leben eine Rolle spielen. Alle Handlungen, die dir wichtig erscheinen. Einfach alles, was dich umgibt. Jedes Körperteil, deine Arbeit, dein Essen, deine Familie. Allein die Ehrlichkeit deines Herzens zählt. Du bist ein Segen für alle Menschen. Segne sie mit guten Worten. Genieße das Leuchten in den Augen der Gesegneten und du überschreitest die Schwelle zum Paradies des ewigen Glücks. Wow, ganz, ganz tolle Botschaften finde ich hier, meine Lieben. Ja. Wenn ihr mich gern unterstützen möchtet, gebt mir gerne ein Abo, ein Like oder einen lieben Kommentar. Ich segne euch jetzt natürlich auch. Ich segne euch für diesen Tag, dass hier heute alles in Frieden und Harmonie gut ausgeht.
Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Dienstag, ihr Lieben. Mal gucken, vielleicht komme ich später nochmal mit einer Legung rein, gell? Ciao!